Herzlich kommen wir zurück, liebe Bildungselite, heute mit einem neuen Gast, mit ja, neuer Frisur, Dumme. Ja, wenn das noch eine Frisur ist, ja. Ja, wo sind die schönen Haare hin? Ja, guck mal hier, da wurde schon so ein bisschen wenig und dann dachte ich, dann kommen sie ab jetzt. Dafür habe ja, ich dann jetzt lieber ab, als in die Türkei zu fliegen? Tatsächlich hat mich hier diese Bank of Hair auch angeschrieben. Ne? Ich glaube, das ist ja die momentan alle Bodybuilder wieder mit Haaren ausstatten. Aber irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Ich dachte mir, ich mache dann mal Glatze. Ja, sieht doch ein bisschen brutaler aus. Also, ihr habt jetzt vielleicht mitbekommen, mein neuer Gast heute ist Dominik Woiwat, a.k.a. Domme. Ich weiß gar nicht, was jetzt genau dein Nickname ist. Ist es immer noch The Dominator oder The Prophecy? Was war's? Ich habe keine Ahnung. So viele, die meisten nennen mich irgendwie mal Woiwat. Ich glaube, weil das ist, was bei Instagram angezeigt wird. Ja. Ne? Ja. Dominik, du bist gerade aus deiner Wettkampfsaison rausgekommen. Wie geht's dir zurzeit? Ja, eigentlich sehr gut. Also ich habe es das erste Mal geschafft, dass ich tatsächlich die Form noch mega lange halte. Also keine Gravings gehabt mit Essen und so. Das ist ganz angenehm diesmal. Woran liegt's? Bist du einfach vernünftiger und erwachsener geworden oder gab es einen Plan? Nee, ich habe jetzt einfach eine perfekte Frau, die mir immer so lecker Essen macht. Dass ich mir nicht irgendwie Fastfood reinhauen muss. Nee, das passt echt ganz gut. Und natürlich viel vernünftiger geworden im Alter. Ja. Du hast auch eine gewisse Vorbildfunktion jetzt als Coach, ne? Und das noch dazu, ja. Ich kann da jetzt hier nicht meine ganzen Athleten irgendwie zum Reis und Hühnchen verdonnern und dann haue ich mir hier die Sachen da rein, ja. Vielleicht fangen wir gleich direkt mal an. Deine letzte Saison fing recht vielversprechend an, endete dann aber doch ein bisschen enttäuschend, glaube ich, für dich. Magst du einfach mal die letzte Saison so ein bisschen Revue passieren lassen? Also erstmal hatten wir das Jahr 19, 20, also 19 war noch okay, 20 dann war eigentlich ein recht beschissenes Jahr für Bodybuilding und dann habe ich 21, ja, Frühjahr- und Herbstsaison gemacht, ne? Du meinst ja wahrscheinlich beide mit gut angefangen, also das Frühjahr, ne? Genau. Ne, da war das dann mein erster Start meiner offenen Klasse in Polen, also im Superschwergewicht. Da habe ich den vierten gemacht, da war ich eigentlich zufrieden, da hat die Härte noch nicht ganz gepasst, aber ich habe mich auch quasi in die Klasse reingetrunken und gefuttert, weil ich mal einmal bei den Superschweren stehen wollte und da war ich eigentlich zufrieden. Zwei oder drei Wochen später war es dann Portugal. Da war ich schon enttäuscht, weil das war wieder so, man kriegt halt auch irgendwie kein vernünftiges Feedback. Ich hatte jetzt auch vom letzten Wettkampf nochmal mit den Juroren geschrieben. Da hatte mich der Portugiese Backstage quasi schon beglückwünscht zum Klassensieg und hat mir noch Tipps gegeben, dass ich im Gesamtsiegerstechen nicht so hart durchspannen soll, die Posen. Also, weil der hat neben mir gestanden und, ja, keine Ahnung, die Posen halt, eigentlich kann ich ja ganz gut posen, aber der hatte das als Tipp gegeben. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, danke. Und dann hat der die Klasse gewonnen und dann dachte ich mir so, ja, okay. War ich halt ein bisschen enttäuscht, aber war ja auch noch in Ordnung. Ja, und die Herbstsaison, die war ja eigentlich auch dann ein bisschen durchwachsen. Was war denn da der erste? Naja, das ist auch wieder Polen, ne? Ich glaube schon. Ja, doch. Auch wieder Polen. Ja, und dann jetzt, weil mich so viele gefragt haben, wieso die Form mal so, ich habe halt viel, oder ich und Roland, haben viel versucht, für uns so ein bisschen das neue Wasserladeschema auszuprobieren. Und wir, ja, wie die meisten ja auch wissen, wir coachen ja auch, haben da momentan, glaube ich, knapp über 100 Athleten im Coaching, sind jetzt natürlich nicht nur Wettkampfathleten. Ja, aber ich probiere das ja natürlich dann zuerst an mir aus, wenn ich jetzt ein neues Schema, sagen wir mal, fürs Entwässern habe, bevor ich das mit den Athleten mache. Und die ersten beiden Male, ja, hat das eigentlich nicht ganz so funktioniert. Der Polen-Wettkampf, da hat die Form am Abend noch gestimmt und dann konntest du wirklich zugucken, 2-3 Stunden bevor es auf die Bühne ging, ist die gekippt. Und dann dachten wir, scheiße, wir haben es irgendwie ein bisschen zu früh getimt. Haben uns dann gesagt, wir wollten nicht nochmal Tausende von Euros zum Reisen ausgeben. Da habe ich an die Norddeutsche noch gemacht, vom NRC. Ja, hat auch nochmal nicht gepasst, da haben wir es anders getimt, aber das Schema war einfach das Falsche. Wir hatten das so ein bisschen im Kopf, dass wir einfach mit dem Salz nicht rausgehen und mit dem Trinken nicht rausgehen. Ja. Ja, und dann gucken, dass wir möglichst prall da stehen. Ich hatte das so ein bisschen bei mir im Kopf, dass ich, früher habe ich immer ganz, ganz wenig geladen und ich hatte das immer schon so im Hinterkopf, ey, hau mal die Hütte ordentlich voll und dann guck mal, wie es aussieht. Ja, sieht nicht gut aus.
Für die Norddeutschen hat es dann ja gereicht, da bin ich dann Norddeutscher Meister geworden. Das war ja auch ganz cool. Da bin ich dann mit unseren Athleten gestartet. Das hat ja auch mal Spaß gemacht. Ne, mit unserem Junior dann so einen Postdown gemacht und da rumgelaufen. Das war ganz schön. Für die Deutsche sind wir dann wieder aufs alte Schema zurück. Also die Deutsche vom NRC, die wollten wir auch nochmal mitnehmen zum Testen. Da war die Form das eigentlich auch das, die beste das Jahr. Da bin ich dann Deutscher Meister geworden, habe gegen den Kevin Bruchner verloren, der später noch in Alicante sich, der war doch auch hier bei dir letztes Jahr. Der ist gestern online gegangen, die Folge. Kevin da. Genau. Ja, genau. Der ist in Alicante Pro geworden, ne? Ja, ist er. Ja, der hat sich dann da den Gesamt geholt. In Ordnung, ja. Und dann kam Dänemark. Und das war für mich irgendwie der enttäuschendste Wettkampf. Also ein geiles Ding. Das war in einer kleinen Sporthalle. Mit ein paar Stühlen hingestellt, wie bei so einer Veranstaltung in einer Aula, in einer Grundschule. Die Bühnenbeleuchtung waren so Baustrahler von unten, also auch katastrophal. Oh, gerade stehst du, ne? Oder ja, du hängst auch gerade, aber ich höre dich zumindest noch. Ah, okay, das wird gehen, ne? Jo, fast schon. Naja, auf jeden Fall waren da so Baustrahler von unten, die Beleuchtung war kacke, Backstage war scheiße, Anmeldungen 3 Stunden draußen stehen und das sah so ein bisschen aus, wie möglichst viel Athleten da reinholen, die Startgelder abkassieren, waren auch unnormal horrende Startgebühren, also wenn man so ein Video-Package, also nicht dieses Video-Package, sondern wenn man vor Ort filmen wollte, ich glaube, das waren irgendwie 600 oder 700 Pfund, die man bezahlen musste. Was? Ja, da bin ich nicht ins Finale gekommen. Ich war noch nie nicht im Finale auf dem Pro-Qualifier. Ja. Fand die Form dann noch mal besser wie auf der deutschen. Und dann, da war die Rijana da Silva, die kennt ja eigentlich auch fast jeder, klar, der jetzt hier zuguckt. Und der Tobias Blum, das ist ein Athlet von mir, der kannte die aus dem Studio, die trainieren da. Und der meinte dann, schreib die doch mal an. Dann habe ich die angeschrieben. Sie sagte, ja, ich hatte dich nicht gewertet, aber schick mir mal Fotos, Videos. Gut, weil ich da keinen Bock hatte, 800 Euro zu bezahlen oder 800 Pfund, hatte ich natürlich dann nur nicht so hochwertige Fotos und Videos, habe ihr die geschickt und dann schickt sie mir ein Foto von der deutschen Meisterschaft und meinte, wenn ich die Form hätte, hätte ich meine Klasse gewonnen. Hä? Ja, ja, dann habe ich ihr noch Videos geschickt von der Form von der deutschen und Videos von der Form von Dänemark und sage, ich war 1,5 Kilo härter und deutlich besser in Form. Ja. Und dann hat sie mir geschrieben, oh, das tut mir leid, dann weiß ich es auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, und das war es dann irgendwie. Das ist ja auch bescheuert, dass man dann kein ordentliches Feedback bekommt, ne? Was willst du denn da machen? Ja, genau, das habe ich mir auch gesagt. Damit kann ich mir eigentlich den Popo abwischen, weil das bringt mir genau nichts, ne? Also, mir ein Foto zu schicken, wo ich eine gute Form hatte und zu sagen, wenn ich die hätte, hätte ich gewonnen, aber ich hatte die Form. Naja, ist ja auch egal. Ist ärgerlich, aber so für die Saison war es ganz in Ordnung. Also, wir haben viel gelernt, so über die ganzen Schemata zum Laden, zum Entwässern. Aber im Endeffekt bleibst du jetzt beim alten Schema, richtig? Ja, 100%. Genau. Ja. Na gut, aber es ist halt auch eine Erkenntnis, ne? Die man halt nur gewinnt, wenn man es mal ausprobiert hat. Ist genau so, ja. Und ich hätte mich, glaube ich, geärgert. Jeder ärgert es. Also ich glaube, viele machen es einfach nicht, weil sie Angst haben, das mal zu testen. Ne? Weil man macht ja auch, keine Ahnung, 3-4 Monate quält man sich jeden Tag das verfickte. Oh, vielleicht das dann wegmachen. Alles gut. Das blöde Cardio. Und dann hat man meistens, glaube ich, Angst, irgendwie was zu ändern zum Schluss, weil man irgendwie immer so auf 95% gut war. Ja. Ja. Aber ich glaube, wir waren immer auf 99% gut und wir haben es einfach nur schlechter gemacht. Ja. Das alte Schema, das hat schon gepasst. Da ist ja auch im Bodybuilding, da gibt es ja auch so viele Unterschiede, gibt es in der Ernährung nicht, in der Supplementierung nicht und beim Entwässern, die Körper sind ja alle erstmal grundsätzlich gleich. Ne? Die funktionieren dann in ein paar Sequenzen vielleicht anders, andere ein bisschen mehr Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, vielleicht ein bisschen mehr Fette, aber so die Top-Bodybuilder, die machen es eigentlich zu 90% alles gleich. Da wird keiner sein, der auf einmal dann auf dem IFBB Pro Qualifier mit einer Keto-Diät steht. Ne? Nee, klar. Ja. Aber du, was wäre denn jetzt so dein ideales Prinzip zum Entwässern? Mit Carbs laden, wahrscheinlich Salz reduzieren, aber nicht ganz rausnehmen, trinken reduzieren, aber nicht ganz rausnehmen. Ja, mach weiter, dann hast du es, glaube ich, schon, weißt du schon, ja. Ja, vor Entladen, dann aufladen und dann,
Ja, tatsächlich. Also wir haben es dann zu der Deutschen wirklich so gemacht, dass wir mit dem Salz gar nicht mehr so hoch sind. Wir waren moderat so auf 10, 12 Gramm und sind dann am Donnerstag auf die Hälfte, also auf 5 und am Freitag dann nochmal ungefähr auf die Hälfte runter auf 2 und hatten dann das Trinken genauso. Ich war auf 10 Liter, bin dann auf die Hälfte runter und den Abend davor haben wir ja, roundabout 3,5 Liter dann zum Laden noch getrunken bis, ich sag mal, 23 Uhr war das dann, je nachdem, wann der Wettkampf dann immer ist. Ne? Für mich ist Theoretikum habt ihr nur nicht wichtig. benutzt? Habt ihr benutzt? Ja, haben wir benutzt. Auch nicht auf allen. Also die Polengeschichten, wo wir so vollkommen wollten, da hatten wir gedacht, dass man die Fülle verliert, wenn man mit dem Aldactone, das wollten wir mal rauslassen, weil das ja das Natrium quasi durchgehend ausschleust. Hatten das rausgelassen, aber das ging auch in die Hose. Ne? Also das klassische Schema, das Jetzt hängst du gerade wieder. selber, ich darf nicht so viel gerade sagen. Also ein bisschen verlangen, das ist dann nicht mehr so schön. Ne? So, jetzt habe ich leider die Ich letzten glaube, ich habe 20 mir Sekunden im nicht Internet durch verstanden, weil du Neuroblich wirklich bezahlt. hängst. Hörst du Ja, ich mich? habe gerade gesagt, ich glaube, meine Rechnung bezahlt. Ja, ich höre dich voll gut. Okay. Warte mal. Aber jetzt geht's, ne? Jetzt geht's wieder. Ab und zu hat Okay. Zoom so Probleme. Was hast du nicht mehr gehört zum Schluss? Also kannst du ja gar nicht sagen, du hast es ja nicht gehört. Richtig. Oder ab wann war es denn weg? Im Prinzip, als es nachher noch um die Theoretik am Vorabend ging, Ach bei der so, ja Deutschen. genau. Wir hatten bei den ersten Sachen, bei dem ersten Polen-Wettkämpfen das Aldactone rausgelassen, weil wir dachten, das macht mich mal flach. Haben das aber später, weil es unser Standardschema war, wieder ganz normal mit reingenommen. Und die einzigste Erkenntnis, die ich gemacht habe, ist, dass ich jemand bin, ich werde nicht flach. Also wenn ich meine Instagram-Stories aus dem Entladetraining hochlade, dann schreiben mir immer alle so, boah, wie kann man so prall sein, bla bla bla. Und dann denke ich mir mal, hallo, ich esse 500 Gramm Brokkoli und ein bisschen Hähnchen. Ne? Und den Look brauche ich auch auf der Bühne. Also ich muss so minimalst unter flach, also für mein Flach kommen. Ne? Dann habe ich eine, dann kommen meine Muskelbräuche richtig schön raus, dann sind die Einkerbungen tief, dann habe ich eher so diesen 3D-Look. Sobald ich ein bisschen zu viele Kohlenhydrate lade, dann verschwimmen quasi die schönen feinen Linien zwischen den Muskelköpfen und dann ist die Linie, von der ich eigentlich lebe, gar nicht mehr so ausschlaggebend. Ne? Ja, also lädst du da sehr, sehr moderat. Ja, also bei mir Okay. reichen echt 400-500 Gramm Reis und auch nur einen Tag vorher schon. Okay, Da ja. muss gar nicht viel mehr rein. Und ich habe auch bei den ersten Wettkämpfen, da haben wir Shitloading gemacht ohne Ende und unkontrolliert mit dem Salz. Ne? Das ist so ein bisschen das, was sich jeder wünscht, dass es funktioniert, aber das hat nicht funktioniert. Ne? Ja, aber dann war es ja eine erkenntnisreiche Saison. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ne? Auf komplett alles umgestellt. Ne? Ich habe auch früher fast nur Volumentraining gemacht mit Giant-Sätzen und Supersätzen. Und habe die ganze Vorbereitung im HIIT, also Top-Backup, trainiert. Da würde ich gleich auch noch drauf zurückkommen. Ja, dann Denn machen wir das. dass du ein bisschen enttäuscht worden bist, ist natürlich klar, denn als damals der Mike Sommerfeld Profi geworden bist, ich glaube in London war das ja. Da war es ja sehr, sehr knapp zwischen dir und ihm. Da hättest du ihm ja fast die Show gestohlen und die Karte weggenommen, in Ja, Anführungsstrichen. Das heißt, du standst ja. immer schon sehr, sehr knapp vor der Profikarte und jetzt dann nicht ins Finale zu kommen, ist natürlich irgendwo ein bisschen enttäuschend, ne? 2019 habe ich ja London Schwergewicht gewonnen. Da habe ich drei Profis geschlagen, die jetzt schon Profi sind. Ja, Ach, scheiße. fuckt mich auch ein bisschen ab. Ja, Ja. aber in der Zeit hast du dann ja auch viele verschiedene Coaches gehabt und auch viele verschiedene Systeme ausprobiert. Und da können wir jetzt vielleicht genau dazu kommen. Ja. Ich weiß nämlich, dass du damals sehr viel Volumen trainiert hattest. Dann hatte ich Ja. dir mit dir ja mal zusammen trainiert. Da warst du dann auf diesem Trip von SST und Patrick Thour, seinen Ja, Trainingsplan. genau. Da hast du mich einmal komplett zerstört, dass ich nicht mehr Auto fahren konnte danach. Ja, das tut mir jetzt natürlich leid. Ne, macht nichts, war gut. Und jetzt bist du halt auf HIIT Training angekommen. Ja. Mich würde mal interessieren, was hast du von deinen verschiedenen Coaches lernen können und wie beurteilst du diese Lernerfahrung, die du gemacht hast, im Hinblick auf die jetzige Situation? Also warum hast du dich jetzt fürs HIIT-Training entschieden? Also ich glaube, zu der Zeit, wo wir das Training hatten, das müsste meine Zeit mit dem Pit gewesen sein, ne? Ja, kurz, nee, kurz danach. Kurz danach, genau. Und der Pit, der war jetzt kein Fan vom SST, aber halt schon von der
sehr, sehr hohen Intensität. Also da hat man kaum normale Sätze gemacht, viel mit statischem Halten, Gegendrücken, Supersätzen, Reduktionssätze, Dropsätze. Also man weiß nicht, ob man es kennt, das muss man sich auch nicht angucken, da komme ich nicht gut bei weg. Es gibt ja noch so ein Beintraining von mir und Pitt. Zu meiner Verteidigung, das war unterm Wellblech in so einer alten Tuning-Werkstatt, 45 Grad. Und dann machen wir, das war damals so mein Trainingsansatz. Ja, dann bin ich zu Hit gekommen über den Roland eigentlich, so vor 2 Jahren. Roland, dein Roland jetzt. Der verfolgt ganz, ganz viel hier, Matt Jansen und den Jordan Peters. Ja, genau. Achso, ja, hatte ich ja gesagt, das müssen wir dazu sagen. Mein Roland ist nicht der Roland Sherlock. Beim Roland Sherlock war ich auch. Der Roland Sherlock ist ja ungefähr, würde ich sagen, so vom Training her wie der Pitt. Der mag auch, glaube ich, so ein klassisches Volumentraining mit ein paar Intensitätstechniken. Ne? Ja, also, ja, das Standardmäßige. Und der Roland hat sich viel an den Jordan Peters und den Matt Jansen orientiert. Und ja, ich glaube, die haben es ja in Deutschland populär gemacht. Ne? Der Jordan Peters, glaube ich, also die meisten, glaube ich, haben es von dem. Ne? Der Jordan ja, oder halt durch Stefan Kienzel jetzt ein bisschen später erfahren. Ne? Ja, stimmt. Der macht es auch. Ne? Ja. Ich weiß so gar nicht, wie viele Coaches der Jordan Peters rausgebracht hat mittlerweile. Ne? Das ist ja der Typ ist ja geisteskrank. Ne? Ja. Ja, und das haben wir ausprobiert und ich muss dazu sagen, ich habe 17 oder 16 Mal aus Jux an einem Strongman, an einem KDK-Wettkampf teilgenommen. Das hieß hier Twins Gym Sommerheben, das ist so ein Hardcore-Gym. Hat Peilungen von und habe da gewonnen, weil ich bin vom Grundsatz her ziemlich stark. Was hast du da bewegt, ziemlich, wenn man mal fragen darf? Gebeugt haben wir 240, gehoben 300 und auf der Bank 200 gedrückt. Nicht schlecht. Würde ich jetzt aber tatsächlich, glaube ich, auch nicht mehr schaffen. Ja. Jetzt bin ich 33, da war ich noch ein bisschen jünger, da hat der Körper noch mehr verziehen. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ich merke jetzt nach einem Jahr Hit, dass ich schon sehr, sehr viele Wehwehchen habe. Ne? Also die Schulter, die Ellbogen, dann habe ich andauernd das Knie, die Patellasehne so ein bisschen entzündet. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich in dem nächsten Aufbau, ja, eigentlich ist das der perfekte Übergang. Ich habe jetzt für mich so eine Symbiose quasi aus dem Ganzen gezogen und ich werde das so ein bisschen periodisieren. Also es gibt ja noch nie hat einer das Rad neu erfunden. Ne? Sei es jetzt ein Dennis James mit seinem More Time and Attention, damals der, wie heißt er denn hier, Dr. Hatfield. Fortitude, was ist das? Ja, wie heißt der denn? Dr. Hatfield, Mann. Nicht doof. Nee, Fortitude war Dr. Scott, irgendwas. Ja, egal. Ja, auf jeden Fall. Die haben das ja damals schon alle gemacht. Da gab es halt keinen YouTube und da haben die dem halt keinen Namen gegeben und haben es gemacht. Ne? Und ich will das ein bisschen so auffahren, dass man das Zyklische macht. Eine Woche will ich gerne schwer trainieren. Das macht mir auch Spaß. Ne? Also ich habe da auch richtig Bock drauf. Einen Satz und dann den... ja, alles, was geht. Aber das wollte ich auch noch dazu sagen, jetzt habe ich so viel im Kopf. Ich glaube auch, der Henny Rambo zum Beispiel, der setzt ja so viel auf seinen 3D-Look. Ja. Ne? Und der erzeugt das ja quasi durch die extrem hohen Wiederholungszahlen, weil die Kapillisierung der Muskulatur ja quasi sich dann nicht an die mechanische Überbelastung anpassen muss, sondern eigentlich eher an die vielen Wiederholungen und das muss lernen, schneller Laktat abzubauen. So dadurch bildet sich quasi neue Gefäße und du kriegst einen größeren oder einen härteren Pump in die Muskulatur und dadurch poppen die Muskeln so mehr raus. Und ich glaube, das war es, was mir dieses Jahr auch so ein bisschen gefehlt hat, weil ich wirklich ein Jahr nur brutal schwer trainiert habe. Also ich habe 2020 konnte ich kaum Bodybuilding machen, da war das mit meinem besten Freund, mit dem Walle, das war die können wir auch nochmal drauf kommen, vielleicht später. Später. Da hatte ich halt kaum Zeit zum Trainieren und habe jetzt in dem Jahr 2020, wenn man es jetzt von den Wettkämpfen reinrechnet, knapp über 10 Kilo Muskeln aufgebaut. Also ich stand ja 2019 so mit 92, 93 Kilo auf der Bühne und Polen im Frühjahr hatte ich 103 und ein bisschen. Ja. Also dieses schwere Training, damit baust du natürlich mechanische Überbelastung, das ist der direkte Weg zum Muskelaufbau. Das sage ich auch immer allen Kunden. Gerade am Anfang dieses ganze Rumgeschwuchteln mit 1000 Dropsätzen und Halten und Reduzieren und Drücken,
Das ist was für einen fertigen Bodybuilder, wenn es dann irgendwie an die Feinheiten geht. Aber das Grundprinzip im Training sollte schweres, ehrliches, hartes Training sein, so wenn man Muskeln draufpacken will. Aber ich glaube, mir ist einfach dann so ein bisschen dieser 3D-Effekt flöten gegangen, der bei mir eigentlich so eher das Schöne ausmacht. Und deswegen wollte ich das halt jetzt so kombinieren. Ich will eine schwere Woche einbauen, eine Woche eher so im Hypertrophiebereich, so in die Richtung vom Petrenz, auch ein bisschen mit dem SST arbeiten. Und dann eine Woche hatte ich mir zum Beispiel den Milos Zagreff cool. Steinsatztraining. Jetzt hängst du gerade wieder kurz, aber ich glaube, du Ich hattest höre schon gesagt, wieder. wir waren gerade bei Milos Sarchev und seinen Gigantensätzen und seinem Volumentraining. Darauf wolltest du, glaube ich, hinaus. Da hast du kurz gehangen. Jetzt ist er ganz weg. Bist du wieder da? Ja, ich guck mal gerade. Ja. So. Du hingst ganz Jetzt. kurz da, wo es um Milos Sarchev geht. Du hast gesagt, also eine Woche so Richtung Milos Sarchev, Gigantensätze, Volumen. Ne? Genau, das wollte ich dann für mich ausprobieren. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung. Jetzt habe ich auch erstmal 2 Wochen Zeit, mir das alles zu überlegen während meiner Quarantäne hier. Das haben die gar nicht Aber auf mitgehört. jeden Du Fall bist sowas gerade in in. Corona-Quarantäne. Ja, genau. Ich habe mich heute auch das erste Mal extra rasiert wieder für dich. Das ist lieb, danke. Ja. Aber dann das, was du jetzt Ja. vorhast, das klingt so ein bisschen wie dieses Y3T von Neil Hill, ne? Eine schwere Woche, eine mittlere Woche, eine Volumenwoche. Ja, tatsächlich, ne? Der hat so ein bisschen, der, das hatte ich mir auch mal angeguckt, das beruht da so ein bisschen drauf, ja. Ja, Ja, interessant. aber einfach mit meinen eigenen Ansätzen, ne? Also ich will halt eine Woche wirklich schwer im Hit-Bereich mit Mehrgelenksübungen trainieren, dann eine Woche ein bisschen Isolationsübungen mit reinbringen, mit ein bisschen SST und dann, ja, das, wo ich hängen geblieben bin, die Gigantensätze vom Milos, die habe ich mir auch mal 2, 3 Mal schon ja, zu Gemüte geführt, die hauen halt rein. Und ich glaube, das ist ein gutes Ding, wenn man so in Richtung Kapitalisierung der Muskulatur gehen will, einfach. Ja, also quasi alle Wege der Hypertrophie einmal ausreizen. Ja, genau. Einfach quasi alle, auch alle Muskelfasertypen quasi abdecken innerhalb der 3 Wochen so ein bisschen. Und ich glaube, das macht halt auch wirklich Sinn, um halt auch mal den Gelenken eine Ruhepause zu geben. Ich meine, du bewegst ja schon wirklich Gewicht. Ja, genau. Das ist auch eins, warum ich es machen möchte unbedingt. Ne? Ja. Ich bin gespannt, wie du dann aussehen wirst. Das, was du denn jetzt so erfahren hast, wendest du es denn auch bei deinen Coachings an oder bist du da wirklich ein wenig anders gestrickt, weil die ja nicht alle so sind wie du? Sagst du Ja, vielleicht genau. erstmal deinen Coaching-Klienten, erstmal musst du verdammt stark werden und danach können wir uns irgendwie um Intensitätstechniken kümmern oder probierst du mit denen auch aus? Selbst das ist individuell, ne? Es gibt ja auch einfach Körpertypen, also jeder hat ja auch andere Muskelfaseransätze, ne? Manche sind halt auch einfach nicht stark und Hm. für die ist es dann wahrscheinlich auch gar nicht das beste Training unbedingt, jetzt ein reines Training auf mechanische Überbelastung auszulegen, ne? Aber das Grundprinzip ist bei meinen Athleten eigentlich auch das, was ich selber für mich mache. Das wäre sonst auch irgendwie ein bisschen ja, blöd, ne, wenn man mit denen was anderes macht, wie was man selber macht. Weil das, was mache, ist das, was ich kann. Ich kann ja auch immer nur jetzt den. Boah, wie lange machen wir jetzt schon Coaching? 2013, 2014. Ja, schon fast 10 Jahre. Da hat man natürlich auch schon irgendwie, ich sage immer, das ist wie so ein grüner Daumen für Athleten. Wenn man die sieht, dann manchmal weiß man irgendwie einfach, was funktioniert anhand von den Gesprächen schon. Ne? Und dann, wenn man einen erfahrenen Athleten hat, der gibt ja auch Feedback und dann daraus stellt sich dann eigentlich das Training und die Ernährung so ein bisschen zusammen. Wenn ich jetzt einen reinen Anfänger kriege, dem sage ich natürlich erstmal mechanische Überbelastung. Nicht im Top-Backup, da machen wir es meistens mit so 3 Sätzen im gleichen Wiederholungsbereich. Einfach als Beispiel Bankdrücken, 3x10, schaffst es 3x10, nur der letzte Satz ist All Out, steigerst du das Gewicht. Da ist das Verletzungsrisiko erstmal noch ein bisschen runtergesetzt, weil es halt nicht nur ein hardcore schwerer Satz ist und du hast halt trotzdem eine schöne, langsame Progression in deinem Training. Ne? Ja. Finde ich jetzt gerade interessant, was du gesagt hast, dass du sagst, du schaust dir die Leute an und siehst dann halt irgendwie auch schon so ein wenig, welches Trainingssystem auf dem passt. Woran erkennst du das? Klar, du redest mit denen, natürlich, aber die kommen ja vielleicht zu Genau. dir und haben vielleicht nur System A gemacht und du hast jetzt System B, C, D, E, F noch in deinem Werkzeugkoffer. Woher weißt du, was du wählst?
Also für mich, was zum Beispiel auffällig ist, finde ich selber, dass ganz viele Athleten, wenn man mit denen spricht, die haben keine Lust auf dieses Hit-Training. Die kommen halt von einem Volumentraining und die verstehen das Prinzip erstmal völligst überhaupt nicht. Mhm. So, und dann hast du, ja, klar, man kann es nicht sehen, das liegt natürlich eher am Sprechen, sage ich mal, ne? Ich bin ja jetzt irgendwie nicht begabt und kann dann in den seinen, kann den auch nur vom Kopf gucken. Aber wirklich zu 90% der Athleten, die zu uns kommen, die bleiben dann auch bei dem Hit-System und von da baut es dann eher auf, weil dann kriegt man ja das Gefühl quasi für den Körper von dem Athleten. Wenn er dann nach 2 Monaten, sagen wir mal, das Trainingsbuch mitbringt und dann sieht man, wie ist die Progression, in welchen Übungen wird er besser, welche Muskulatur wächst jetzt, welche wächst nicht. Da zum Beispiel, was sehr häufig ist, gerade die Beine funktionieren bei ganz, ganz vielen mehr auf Volumen. Seitliche Schultern, das ist so ein Muskel. Also ich habe eine einzige Übung, die ich da im Top-Backup mache und das ist schweres Seitheben an der Maschine. Alles andere für den seitlichen Delta kann man gar nicht im Top-Backup trainieren. Da kann man es nur mit Volumentraining machen. Aber so anhand von den Ergebnissen kriegt man das dann mit, was bei den Leuten gut funktioniert. Ne? Wenn dann einer gar nicht da drauf anspricht auf Top-Backup, dann macht man mit dem natürlich Volumentraining. Aber das sind momentan echt die wenigsten. Auf jeden Fall interessant. Jetzt hast du gesagt, du hast jetzt schon fast 100 Klienten, nicht nur Wettkampfathleten, sondern natürlich auch Hobbysportler, nenne ich sie mal. Wie kamst du irgendwann auf die Idee, dein eigenes Business aufzuziehen und wie hat sich das seitdem entwickelt? Wie kamst du der Idee? Ja, das ist ein schlechtes als mit Wettkämpfen eigentlich, wo mich der Walle vorbereitet hat 2014. Und dann ging es los mit Freunden, die mal auf eine Bodybuilding-Meisterschaft wollten. Dann hat man die vorbereitet und dann hat man da recht viel gewonnen, so im norddeutschen Bereich immer. Und daraus hat sich das dann irgendwie mal ergeben. Ne? Es gab damals noch hier die Sportnahrung Hannover-Läden. Das war dann wie so ein kleiner Anlaufpunkt schon für die Freunde, wo man sich dann getroffen hat. Dann ist man zusammen zu den Meisterschaften gefahren. Das haben andere gesehen. Im Fitnessstudio wurden dann teilweise Athleten oder Freunde angesprochen. Ey, krass, du hast dich ja voll verändert. Ja, ich habe das hier mit Dom und Balle gemacht. Hm. So ging das eigentlich alles mal los. Ne? Du hast dann damals noch in diesen Sportnahrungsläden gearbeitet und die Leute sind einfach zu dir gekommen und du hast sie dann da am Tresen gecoacht? Tatsächlich war ich 12 Jahre Soldat. Also ich war beim Bund. Der Walle hatte damals den Sportnahrungsladen aufgemacht. Da waren wir schon richtig dicke Kumpels und ich habe den Laden mit ihnen zusammen quasi eröffnet. Beim Bund hast du viel Zeit. Und da habe ich dann meistens natürlich in den Pausen die Pläne dann für unsere Kumpels geschrieben und daraus hat sich das dann so ein bisschen ergeben, ja. Okay. Und dann hast du irgendwann, ist deine Zeit abgelaufen oder hast du beim Bund gekündigt, wenn man das kann? Ich wollte dann kündigen bei der Bundeswehr. Ich hatte 4-5 Mal versucht zu verkürzen. Die haben einen dann nicht gehen lassen und dann beim letzten Antrag hat es dann irgendwann mal funktioniert, dass ich dann auf 10 Jahre verkürzen konnte und dann konnte ich da raus. Okay. Ja. Und dann hast du mit Walle zusammen den Sportnahrungsladen übernommen, oder? Ja, nee, dann haben wir eine eigene Firma aufgemacht damals und die hieß dann Udecide. Genau. Und das war quasi wie in dem Sportnahrungsladen, der auf den Walle lief, hatten wir dann quasi die Zweitfirma, unsere Firma zusammen drin. Und das war dann die erste richtige GmbH fürs Coaching, wo wir dann auch wirklich Verträge mit den Athleten abgeschlossen haben. Ja, so ging es dann eigentlich los. Und was ist dann passiert, dass aus Udecide die Bodybuilding Company wurde? Ja, genau. Dann wissen ja die meisten, dann hat das ja bei Walle geknallt. Der wurde dann zu 5 Jahren verurteilt. Deswegen war das Jahr auch bei mir so katastrophal, weil dann stand ich erstmal da, man musste dann die alten Läden schließen, die liefen ja gar nicht auf mich. Die Udecide-Firma musste geschlossen werden. Ich hatte kaum Zeit zum Sport und daraus ist dann, dann kam der Roland, das war damals ein Angestellter von dem Walle. Der hat dann sehr, sehr viel unterstützt. Der hat eigentlich quasi fast die ganzen alten Geschäfte, also das alte Geschäft abgeschlossen von dem Walle.
Und so entstand dann eigentlich die neue Firma, die Bodybuilding Company. Ja. Für Aus. die, die es jetzt nicht wissen, wofür musste Walle ins Gefängnis gehen? Ja, für Verkauf von Steroiden. Und mittlerweile ist er wieder raus. Genau, ist jetzt boah, wie lange weiß ich es gar nicht, aber schon wieder 3, 4 Wochen ist er auf jeden Fall wieder draußen, ja. Cool. Und kommt er, War nimmt er dann wieder auf bei euch in der Firma, oder? War jetzt voll viel Thema die letzten Tage. Wir hatten es erst gedacht, dass wir es wieder komplett zusammen machen, ne? Aber ja, wer Walle kennt, der ist ja eine Verkaufsmaschine. Also der ist ja eigentlich geboren fürs Verkaufen. Der hat sich ja auch, ich glaube, mit 17 hat er angefangen, sich das alles selbst aufzubauen mit Strippen. War zwischendurch auch mal im Fernsehen. Hat damals Immobilien verkauft, Versicherungen. Also der ist wirklich, egal was du dem gibst, gib dem irgendwie einen alten Topflappen und der verkauft dir 5 Millionen Topflappen. Ne? Dann hatten wir uns zusammengesetzt, alles mal bequatscht, wie wir es machen wollten. Eigentlich dachten wir, wir holen ihn wieder mit in die Firma, machen das dann zu dritt weiter. Dann kamen wir aber ja schon recht schnell darauf zusammen, dass der, weil er für sich jetzt in diese ja, Verkaufs- und Manager und ja, ich weiß gar nicht mit, wie nennt man das? Also so Das Network Marketing vielleicht oder sowas. Network Marketing, ja, perfekt, sowas in die Richtung, ne? Also Leute verbinden, Kontakte herstellen. Jetzt ist er gerade in Berlin, macht da wieder irgendwas, ne? Also der muss einfach frei sein, den muss man machen lassen. Für den ist das schwer, so gebunden sein am Ort. Und das war ja auch damals nicht so seins, ne? Also die meisten Athleten hatte ich ja gecoacht und er war dann fürs Marketing und für die Präsenz zuständig. Und das ist das, was er jetzt will. Den Kunden haben wir es gesagt, eventuell gibt es später dann, wenn man, aber das ist ja auch eher nicht für den Normalverbraucher, so ein bisschen will er in so die, wie nennt man das dann so, Promi-Coaching-Schiene reingehen. Also so hochpreisiges Personal-Training mit Mindset-Beratung und solche Sachen vielleicht auch mal später. Aber da ist noch alles offen. Ich meine, der war jetzt so lange weg und hat jetzt so viel Zeit, sich Sachen zu überlegen. Und ich glaube, der braucht jetzt erstmal, dass man den erstmal freilässt. Der muss sich jetzt erstmal selber verwirklichen mit allem, was er im Kopf hat. Der war aber keine 5 Jahre drin, oder? Das war deutlich kürzer, oder? Genau, war deutlich kürzer. Ich fast halbe Strafe nur gekriegt, ne? Ja. Zwei, zweieinhalb. Ah, schön für ihn. Ja, ich meine, das ist ja auch ein, also wenn man den sieht, ich, ja, eigentlich nicht drüber sprechen, regt man sich auf, ne? Was, das ist ja einer der, das ist ja ein super Mensch, ne? Der hat ja niemandem was getan. Und das merkt man ja auch, wenn man mit ihm redet und das merken die ja auch da, ne? Deswegen ist das wahrscheinlich auch einfach so schnell alles ausgelaufen, dass man dann gesagt hat, ja, was will man den jungen Menschen jetzt hier das Leben verbauen und den 5 Jahre irgendwo wegsperren, ne? Ja. Ja. Ja, es soll ja heute auch eigentlich mehr über dich gehen, aber was mich jetzt interessiert, hat er sich groß verändert in diesen 2,5 Jahren? Hast du das gemerkt? Viel, viel gefestigter im Kopf geworden. Okay. Also auch mit sich selber so. Der hatte, früher hatte, oder wir beide hatten das so, man konnte kaum abschalten, weil man immer so viel auf Draht und unterwegs war. Und jetzt hat er für sich ganz, ganz viel so mit Meditation und einfach so für sich mal was Gutes für den Kopf tun. Da ist er total stark drin geworden, ne? Schön. Das muss man bei Ja. dir aber auch Alles so ein davon bisschen kommt was sagen. Und du Gutes, bist ne? ja auch deutlich ruhiger geworden. Damals, als du noch mit Valle und bei UDC unterwegs warst, da hat man dich auch noch mal hier und da auf Instagram oder Team Andro oder so miterlebt. Da warst du, glaube ich, auch mit dem Enrico und dem Manuel Bauer noch unterwegs und hast auch hier und da mal so für kleine Skandale in der Szene gesorgt, weil du einfach dein Maul nicht halten konntest. Und auf einmal warst du dann doch auch sehr ruhig und hast dich so auf dein Geschäft und dein Business konzentriert. Was hat da bei Ja. dir Klick gemacht? Aber was da Glück gemacht hat, kann ich gar nicht sagen. Aber das kann ich ja sagen. Ich finde, diese deutsche Bodybuilding-Szene, die ist richtig nervig geworden irgendwie. Weil es ja nur noch um Beef-Scheiße, um was ballert wer. Also nichts gegen Max, das hatten wir ja auch schon mal, dass ich mit Max immer Ja. Beef hatte. Ich verstehe mich super mit dem. Der ist super cool, wenn ich mich mit dem treffe immer. Und eventuell hole ich mir auch mal ein paar Tipps von dem für meine nächste Vorbereitung. Das macht ja eh Sinn, sich mal mit ganz, ganz vielen Leuten zu connecten, die sowas machen. Aber mir gefällt die Szene halt einfach überhaupt nicht. Und mir hat es auch jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn ich sehe, was ich so damals gemacht habe, dachte, das gefällt mir jetzt auch nicht mehr so. Also ich will es jetzt wirklich
ich habe Bock drauf, geile Trainingsvideos zu drehen, das Coaching zu machen, Nährwert den Leuten zu geben, keine Ahnung, und nicht denen zu erzählen, was ballert wer und irgendwie das geil zu finden, wenn ich mir 90 Einheiten Insulin knalle oder so ein Schwachsinn. Ne? Also mache ich nicht, aber davon weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen Clickbait-mäßig geworden in Deutschland und ist nicht meins. Hat mich dann irgendwann total, ja, abgenervt, ne? Und dann wollte ich es auch nicht mehr. Und dann wollte ich mich da auch raus zurücknehmen und ich wollte selber auch nicht so eine Scheiße machen. Ja. Aber das hast du ja damals auch schon mal durchschimmern lassen, dass dir jetzt alles so ein bisschen zu viel Berlin Tag und Nacht ist und du so ein bisschen die ehrlichen Persönlichkeiten. Ja, das sage ich immer. Ja, tatsächlich. Ne? Wie zum Beispiel den Steve Bantin hast du, glaube ich, immer gefeiert, weil er einfach authentisch ist. Und Enrico, mit dem kamst du gut klar. Ja, genau. Ne? Tatsächlich, Steve Bantin ist ja eigentlich das Paradebeispiel für Berlin Tag und Nacht Bodybuilding. Aber der ist halt einfach so, ne? Ja. Also der macht das ja nicht, weil er jetzt gemerkt hat, oh krass, wenn ich hier Muscle-Pimmel brülle und irgendwie, dann finden die Leute das geil, sondern der ist so. Aber jetzt für mich, was überhaupt, wenn man anmerkt, dass das einfach überhaupt nicht sein Ding ist, hier Botthoff. Ja. Als er dann da anfing mit diesem Mighty Matze-Kram, da dachte ich mir so, ey, bitte Junge, lass es doch einfach, Mann. Du bist 0,0 witzig, hör auf mit so einer Scheiße, ne? Mach irgendwie was Vernünftiges, aber spring doch jetzt nicht auf dieses Markus Rühl-Ding auf. Das will keiner mehr sehen. Echt nicht, ey. Ja, ist ja auch ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also macht es halt für Rühls Bestes noch ein bisschen was. Hier und da mal so ein paar Videos, die jetzt auch zum 10. Mal hochkommen. Wie drücke ich richtig auf der Bank? Ja, genau, sowas, ne? Also, aber das ist halt auch, ne? Bodybuilding im Prinzip ist ja relativ einfach. Also man muss hart trainieren, gut fressen, gut schlafen, regenerieren und dann wächst man irgendwie. Und es wird halt irgendwie gerade auf Krampf versucht, alles irgendwie noch zu glorifizieren oder aufregend zu machen oder das 10. Video, den nächsten Beef, weil irgendwann möchte ja im Gespräch bleiben. Man möchte ja auch irgendwo die Klicks kriegen, in Anführungsstrichen. Und sich halt in der Szene auch irgendwo interessant halten. Ne? Und ich glaube, du hast es da ganz gut gemacht, für dich zu erkennen. Du fokussierst dich jetzt darauf, was du kannst, nämlich dein Coaching, und ziehst das halt dann auch wirklich durch. Genau. Und wir wollen fürs neue Jahr, dann kann ich auch nochmal Werbung machen, auch selber dann ein bisschen mehr anfangen. Ich weiß noch nicht, ob es YouTube ist oder erstmal mit Instagram. Auf jeden Fall haben wir uns da jetzt schon mal mit ein paar Leuten und mit einer großen Firma zusammengesetzt, dass wir da auch ein bisschen Content dann bringen. Ja, aber wie gesagt, ich hätte halt wirklich Wettkämpfe mit begleiten, wenn man mit Athleten zu Meisterschaften fährt, ein bisschen so auf das Laden, Entladen eingehen von unseren Athleten, übers Training philosophieren, solche Richtungen, ne? Also alles, was so ein bisschen Nährwert hat. Und da kann ich jetzt auch wieder sagen, da kann ich mich auch total super mit identifizieren, wenn man so nach Großbritannien guckt, was halt echt so der Jordan Peters da so macht. Ne? Das sind ja auch Sachen, ich gucke mir das total gern an. Ich folge, falls jetzt sich die Leute fragen, warum ich den nicht mehr folge, weil ich es mir einfach nicht mehr angucken will. Jetzt, der ist mir jetzt in den Kopf gekommen, nicht, dass ich was gegen ihn habe, das, ne, ich will ja hier nicht in diesen Beef-Scheiß aufspringen, aber warum soll ich mir einen Adolf Burkhardt angucken bei Instagram? Für was? Um mir das 198. Mal Adolf 10-Code anzugucken oder irgendeine beschissene Werbung für irgendwas? Also, was habe ich davon, ne? Entweder will ich was von dem privat sehen, weil mich der Typ privat interessiert, oder ich will vielleicht, oder ich gucke mir Menschen an, damit ich mir Informationen von denen holen kann, weil ich das Training von denen geil finde oder die Philosophie. Aber ich gucke mir auch im Fernsehen keine Werbung an. Kommt da Werbung, schalte ich weg. Warum soll ich mir die Scheiße jetzt auf Instagram angucken? Freiwillig, ne? Ja, klar. Klar, Werbung gehört dazu und vielleicht kann man es ja auch schicker verpacken. Wen ich zum Beispiel super gut finde, ist der Manuel Bauer. Der macht das geschickt irgendwie. Da kommt viel Informatives mit bei rum. Klar, der macht auch Produktwerbung, aber da ist halt wirklich ein Nährwert dahinter. Das guckt man sich an und danach hast du nicht einfach nur eine halbe Stunde von deinem Leben Zeit totgeschlagen, sondern du hast halt auch noch was gelernt, ne? Jetzt gucke ich mir einen Teilreport an, was natürlich total Kult ist. Ist ja auch voll witzig. Aber bis auf, dass ich jetzt was Witziges gesehen habe, habe ich nicht viel gelernt. Weißt du, was ich meine? Ja, ist halt Unterhaltung, ne? Genau, ist halt Unterhaltung. Braucht man auch, aber das sollen dann die anderen machen so ein bisschen. Genau. Ich gucke es mir auch ab und zu mal gerne an, ne? Hat ja Max zum Beispiel auch diesen Drift hingekriegt von diesen ganzen Was-Ballert-Videos oder hier diese Mike, Iron Mike. Dieses Wir bewerten deinen Stack, geht es jetzt ja auch eher Richtung Training und ich finde meinen Athleten mit ab und zeige meine Vorbereitung. Wir diskutieren mal Gesundheit im Bodybuilding-Sport. Er hat ja auch diese Kurve gekriegt.
Richtig gut, ne? Das wollte ich, hätte ich eh nochmal mit angesprochen, wo ich das vorhin mit Max gesagt habe. Was der momentan macht, gefällt mir auch echt super, ne? Absolut. Deswegen ist das vielleicht auch mit unserem Kontakt wieder ein bisschen mehr geworden. Als das losging mit diesem Wer ballert was Scheiß, da dachte ich mir so, ey, bitte nicht, das kann doch nicht sein. Ne? Das war, also das fand ich richtig katastrophal. Ja, aber da freue ich mich drauf, wenn dann von dir auch mal was kommt, weil ich glaube, ihr habt da auch einiges, was ihr uns zeigen könnt und wovon man auch mal was lernen kann. Ja, wir filmen tatsächlich auch gerade schon so ein bisschen was vor, dass wir dann erstmal so ein bisschen Material haben, wenn wir damit loslegen. Ja, also ich denke mal so, ab Januar wird es dann die ersten Sachen so ein bisschen geben. Wo und wie, was genau, das weiß ich noch nicht, aber wir haben jetzt schon mal so ein paar Trainings gefilmt, ein bisschen was in die Kameras gequatscht, haben uns da schon mal zwei, drei Themen überlegt. Ja. Gibt es denn außer YouTube noch andere Projekte, die ihr angehen wollt, sei es im geschäftlichen oder auch im sportlichen Kontext? Oh ja. Da kommt mir jetzt schon das Grinsen ins Gesicht. Ich will das gar nicht sagen, so nachher redet man darüber, dann funktioniert es nicht. Aber wir haben geplant, so für Mitte des Jahres ein Hardcore-Studio aufzumachen. In Hannover. Genau, jetzt muss man sagen, Hannover, also ich weiß gar nicht, ob es stimmt, das hat mir mal jemand erzählt. Hannover soll die, also Quadratmeter bindend, die meisten Fitnessstudio pro Einwohner haben. Aber jetzt kommt's. Also ich glaube, ich im Atrium bin in dem letzten halbwegs Hardcore-Studio und wir wollen da wirklich in so eine Nische reingehen, dass wir so eine richtige Hardcore-Eisenbude machen. Ja, wie so ein, wie soll man das denn sagen, wie so gegen den Strom schwimmen, ne? Also es hat jetzt, glaube ich, einen Fit One wieder aufgemacht und einen John Reed und die 198. Kette mit, keine Ahnung, was die da an Bilder und Büchern als Deko, was da rumhängt und mit dem eigenen DJ, der da irgendwie auflegt und so ein Scheiß. Ich meine, why? Wer braucht so eine Scheiße beim Training, Alter? Ich brauche da keinen DJ. Ich brauche irgendwie eine Eisenhöhle, schweres Gewicht und am besten irgendwo eine Schale, wo Kreide drin liegt. Und ich will auch nicht, dass mir dann irgendein scheiß Trainer auf den Sack geht, wenn ich bei 250 Kilo Kreuzheben das Gewicht nicht locker absetzen kann. Ne? Also. Ja. Deswegen bin ich bei McFit rausgeflogen. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, das zu planen. Die haben genau über das Büro war das Kreuzheben-Ding. Kreuzheben und alle 2 Minuten kommt der Affe hoch und sagt, knall die Gewichte nicht so. Ich sage, Junge, bist du dumm? Ich sage, das ist doch hier ein Fitnessstudio. Ich sage, das ist doch keine Bibliothek, Alter. Naja, also auf jeden Fall, wir wollen ein Studio, wo man die Gewichte knallen kann und einfach mal richtig schwer trainieren. Und das auch mit dem Coaching dann so ein bisschen verbinden. Ja, und wenn das dann steht, da wird dann auch richtig viel Content kommen. Ich glaube, das ist Ja, eine klar. richtig, also das passt halt richtig cool zusammen, ne? So ein Hardcore-Studio, dann die ganzen coolen Athleten, die zu uns kommen, das Coaching an sich, ne? Ein bisschen Sub-Elemente soll es natürlich auch zwischendurch mitgeben. Ja, also wir haben ja noch in Hannover jetzt den Store, wir haben das auch total ausgemerzt. Momentan haben wir nur quasi so Subs, die wir unseren Athleten mit in die Pläne einbauen, ne? Also vorher hatten wir ja einen. Eigentlich die breite Masse abgedeckt, aber da hat man ja so Testosteron-Booster und Weight-Gainer dabei. Ich meine, wenn man den Sport jetzt professionell betreibt, dann braucht man ja eigentlich keine Weight-Gainer und solche Sachen. Ja. Also zumindest nicht, ich schreibe jetzt keinen Coaching-Kunden auf, trink mal dreimal am Tag einen Weight-Gainer oder so ein Kram. Ne? Das sind nur Trinkstarverflocken. Ja, genau. Habt Ja. ihr denn schon eine Immobilie, wo ihr reingeht, oder ist alles noch in Planung? Ja, tatsächlich auch. Also wir haben, es gab früher ein Hardcore-Studio, da haben ich und Walle auch selber trainiert, das hieß Atlantis. Da war auch der Boris Kleine, falls du den kennst. Nee, sag mal nichts. Boris Kleine, oh, der musste den, wenn wir durch sind mit dem Podcast, mal googeln. Mache ich. Brutale Härte, abartiger Typ. Also den kennst du zwar von Team Andro, das meistgeklickteste Video war seine Verhaftung. Den haben sie dann in Polen mit dem SEK doch geholt und Ach, der ist das. ja, genau. Ich Okay, glaube okay. jetzt niemals, ne? Ja, das ist der Boris Kleine. Den hatten wir noch bei uns im Hardcore-Studio. Naja. Und Und das das hat er Studio habt ihr jetzt zugemacht? aufgekauft und wollt dann rein, oder wie? Nee, noch gar nicht. Das hat zugemacht, das Studio, vor 5, 6 Jahren. Und das steht immer noch leer. Und da waren wir so vor einem. Da waren ich und Walle schon mal besichtigen tatsächlich, weil das schon mal unser Plan war. Waren eigentlich auch schon so kurz davor, ja, und dann ist halt die Scheiße passiert. Und jetzt hatten wir den nochmal besichtigt und uns nochmal schlau gemacht, ob das noch alles frei ist. Ja, das ist immer noch zu haben. Ja, die Location ist super. Da ist auch noch fast alles so wie da, wo wir dann zum Schluss drin waren. Also Sanitäranlagen stehen schon. Das könnte man recht günstig wieder zu einem geilen Hardcore-Studio ausbauen. Geil. Na, da Ja, freue ich mich also drauf.
Ich mich auch. Ich kann, wenn ich davon erzähle, ich kann heute Abend wahrscheinlich wieder nicht schlafen, ne? Ich habe schon so viele Ideen. Ja. Aber scheint ja bei dir zu laufen, auf jeden Fall, dann, dass ihr so expandieren könnt, dass ihr die ganzen Projekte auch angehen könnt, wirklich. Ja, alles so peu à peu, ne? Also, und auch, das muss man halt auch immer mit den Banken mitspielen. Das muss halt alles finanziert werden, ne? Also, Ja. jetzt nicht da die Millionen im Keller liegen. Nee, aber 100 Kunden, das klingt ja schon mal ganz vernünftig. Ja, genau. Also das macht auch mega Spaß. Das funktioniert auch gut. Wir stellen es jetzt noch ein bisschen um. Ja, halt, weil man kann es ja nicht skalieren. Man kann ja immer nur also wir haben es ja jetzt fast eigentlich mit persönlichen Treffen nur. Ich glaube, das ist in Deutschland ja auch ziemlich selten im Coaching-Bereich jetzt. Also zumindest so, was ich mitkriege. Ist auch total cool, weil teilweise fahren die Leute 6 Stunden im Monat einfach immer nur, um zu unserem Checkup zu kommen. Da denke ich mir auch schon immer, eigentlich auch voll die Ehre. Also das freut mich auch immer total. Unser Maxi jetzt zum Beispiel, der ist alle 2, 3 Wochen 800 Kilometer gefahren, um dann eine Stunde mit uns den Formcheck zu machen, ne? Also das freut man sich dann schon drüber, wenn die Leute da einem so Vertrauen entgegenbringen und da so mitziehen, ne? Wie sieht so ein Formcheck bei euch aus in Zeiten, wo man jetzt heutzutage nur noch einmal die Woche Fotos schickt? Wie sieht das bei euch aus? Ohne Corona natürlich, nein. Also die meisten machen tatsächlich wirklich die 1:1 Live-Checkups bei uns vor Ort. Ja, wir arbeiten da wirklich klassisch mit einer Hautfaltenzange. Das ist das Erste, was wir machen. Also erstmal einen Formcheck, dann wird erstmal gepost. Das Posing ein bisschen verbessert, hier und da nochmal am Posing gearbeitet. Dann gibt es den Formcheck. Umfänge werden genommen, Hautfalten, KFA wird ermittelt. Dann haben wir von einem Freund von uns damals, der hat so eine große Datenbank erstellt mit so einer Kundensoftware, wo die ganzen Checkups hinterlegt sind. Auch mit so Diagrammen, wo du dann sehen kannst, dein rechter, linker Arm, Beinumfang, Bauchumfang, Körperfett. Ja, die Ernährungspläne werden dann zusammen besprochen, Trainingspläne werden durchgegangen. Dann quatscht man eine halbe Stunde Scheiße und dann fährt man wieder nach Hause. Ja, nee, macht auch echt Spaß, ne? Also das Persönliche, glaube ich, das will ich mir auch nicht nehmen lassen, nur wir müssen es ein bisschen reduzieren. Ja, weil bei 100 Leuten kann man sich jetzt ja durchrechnen, wie viel Zeit flöten geht, wo man halt einfach immer gebunden ist vor Ort in unserem Büro, sage ich mal. Und Ja, jetzt mit klar. dem Fitnessstudio gerade, da muss man sich ein bisschen mehr Freizeit schaufeln. Und auch, weil wir ein bisschen mehr Richtung Instagram und ja, YouTube gehen wollen. Da braucht man natürlich dann auch ein bisschen mehr Zeit. Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir bieten den ganzen Kunden an, die Tarife runterzubrechen, dann auf, das sind noch keine festen Preisstatistiken, aber ein reines Online-Coaching mit einem einmaligen Check im Monat, das wollen wir für 99 Euro anbieten. Und das soll aber auch nur möglich sein für Nicht-Wettkampfathleten, also für so Hobbysportler. Und man muss sich ja auch selber immer Gedanken machen, ich will ja meine Coaching-Qualität nicht mindern, sondern eigentlich verbessern. Das heißt, ich will mir mehr Zeit schaffen, um ins Detail zu gehen oder sagen wir mal für einen Wettkampfathleten. Und dann sage ich mir, einen Hobbysportler, da reicht das mir völlig, alle 4 Wochen anhand von Fotos die Form zu beurteilen. Was jetzt natürlich für einen Wettkampfathleten nicht reicht. Deswegen gibt es diese Pakete eigentlich auch nur für die Hobbyathleten. Also das ist das, was wir so ein bisschen outsourcen wollen, dass sie halt nicht mehr vor Ort dann zu uns kommen, sondern dass wir die dann online abrechnen. Ja, Ja. Und dann klingt ist auf das auch jeden Fall alles vernünftig. flexibel. Also wenn man dann in den Wettkampf übergehen will, dann kann man sich einfach das nächsthöhere Paket dazu buchen Ja. und dann werden quasi die Check-ups angepasst, bis hin, dass man natürlich auch immer noch die Live-Check-ups vor Ort sich dann buchen kann. Ja, aber dann würde es bedeuten, dass diese Lifestyle-Leute halt wirklich auch nur einmal im Monat Fotos an euch schicken und einmal im Monat dann Feedback bekommen. Plus halt alles, was an Fragen und so ist, ist dann auch via E-Mail, ne? Ja, Also ich okay. will den hier so ein bisschen entlasten, ne? Weil momentan ist wirklich, ich stehe morgens auf, mache eine Stunde WhatsApp und wenn ich mit dem Training fertig bin, dann am Abend, dann mache ich noch mal 2 Stunden WhatsApp. Das wird auch noch ein bisschen weniger werden. Ja. Auch meine eigene Karriere sportlich, ne? Das nimmt einfach echt momentan viel, viel Zeit. Ja, bevor wir darauf gleich eingehen, ich ganz kurze Anekdote. Ich war ja kurz vorm Kienzel und ich weiß nicht, wie der Typ das macht. Ich meine, der muss ja auch ungefähr 150, 200 Athleten haben. Und egal, wann du ihm schreibst, also eine E-Mail schreibst, ich hatte dieses E-Mail-Coaching nicht, WhatsApp-Coaching, du kriegst innerhalb von einer Stunde eine Antwort. Habe ich schon so oft gehört, ja. Der
Und der hat ja auch dann ganz viele Athleten in Brasilien oder in Ja. Amerika, teilweise in Japan. Der kann nicht schlafen. Ich weiß nicht, wie der eine Familie mit Tochter und sowas irgendwie haben kann, ohne dass die ihm weglaufen. Keine Ahnung, wie das macht. Krass. Jordan Peters hat es ja so, dass er ja Coaches hat, die das für ihn machen. Ich habe mir das schon richtig oft überlegt beim Stefan Kienz, ne? Habe auch viele Freunde, die da sind. Weißt du denn, ob der das wirklich alles persönlich Ich gehe beantwortet? davon aus. Wirklich. Ja? Ja, das ist Ja. geisteskrank. Also, es wäre krass. Also, ich war ja dann Muss in Wien, habe auch ja. kurz mit ihm noch geschrieben, ganz kurz, ob wir uns irgendwie da mal treffen wollen. Und er wusste ganz, oder war ich schon ein halbes Jahr nicht mehr bei ihm. Der wusste ganz genau, wer ich bin und alles. Also, ich glaube, der liebt es einfach. Ich weiß aber nicht, wie er Abgefahren. das hinkriegt. Und selbst als er ja mit Rap One in Mexiko und so weiter war, wie? Wollte ich gerade sagen, man sieht den ja auch dann teilweise live, gerade irgendwo im Ausland, auf Mr. Olympia, und der müsste dann trotzdem seinen Athleten die ganze Zeit noch Aber schreiben, du musst ne? mal darauf achten, wenn er die Podcasts mit Vayu macht, der hat nebenbei immer der Blick geht runter. Der ist immer am Handy oder am P also während er Podcast macht, ist er noch am Arbeiten Ja? da. Ja. Ja, krasser Typ, ey. Ja. Ja. Aber da. Aber der geht natürlich nicht trainieren. Der hat da Nee. schon mal einen großen Zeitaufwand. Richtig. Das würde mich mal interessieren. Ich habe noch gar nicht so mich mit dem beschäftigt, so viel. Hatte der früher mal eine gute aktive Phase als Bodybuilder? Der war Wettkämpfer, hat dann aber irgendwann gemerkt, dass es für Profiniveau nicht reicht. Hm? Und hat dann gesagt, gut, dann lässt er es. Na, okay. Ne? Und er trainiert wohl jetzt immer noch. Ich war ja dann in Wien auch in seinem Studio. Er war leider nicht da. Aber die Leute, die halt da waren, meinten auch immer noch, dass er einer der wenigen ist, der die ganzen Geräte da ausmaxt. Der soll wohl Power haben ohne Ende. Ach, okay, Ja. geil. Ja, Wusste ich krasser auch Typ. nicht. Naja, aber es soll um dich gehen. Was ist denn deine sportliche Karriere? Ja. Also Profikarte muss irgendwann kommen, das ist mir scheißegal wann. Da bin ich jetzt schon so lange dran. Wo lachst du oder so hier? Nein. Und ich glaube, meine sportliche Karriere ist dann später, ich will das Fitnessstudio haben, da mein Coaching machen, selber gut aussehen im Alter, Ja. Profi sein. Und am allercoolsten wäre es, was ich mir so für die Zukunft vorstelle, so das Clocks kennst du noch von früher, ne? Ja, so in die Richtung. Wenn man so, sagen wir mal, in 10 Jahren da so ist, dass alles, was Rang und Namen an deutschen Bodybuildern hat, also dass die mal bei dir im Coaching oder im Studio sind, so, da habe ich Bock drauf, so. Den ganzen Fotos noch bei jedem Besuch einmal an die Wand hängen. Ja, Der war da, der war genau. da. Genau, sowas. Und wenn es also für mein privates Ziel, einmal vielleicht nochmal so eine Mr. Olympia-Quali dann holen, aber ich bin mir auch noch gar nicht sicher, in welche Klasse das gehen soll. Und ich habe jetzt tatsächlich weniger Gewicht wie zu den Wettkämpfen, weil ich auch immer noch am Hin und. Also, ich kann auf jeden Fall nicht downsizen als Amateur, weil dann dürfte ich nur 88 Kilo wiegen, um in der Classic zu starten. Aber als Profi dürfte ich 96, 97 wiegen. Das ist realistisch, ne? Ich denke, das ist realistisch, ne? Ich nehme ja generell nicht ganz so viel. Ja. Stoff immer für meine eigene Vorbereitung und alles. Und ich glaube, dann könnte ich fast mit, ja, mit dem TRT meine ganze Vorbereitung fahren. Ne? Obwohl, wenn du 96 Kilo hast, kannst du auch 212 gucken, je nachdem, wie du strukturell aussiehst, ne? Ja, ich glaube, da würde ich untergehen von der Größe. Ne? Ich bin 1,76. Ja, gut. Klar. Das sind, Ne? Ja. für die, die es nicht wissen, die meisten Bayer 212er sind halt nicht größer als 1,70, ne? Nee, so Schwonkel Reader, der geht mir bis zum Bauchnabel Der ist oder so, ne? 1,58 oder wie groß ist Ich er? weiß es nicht. Ja. Das ist schon, der ist schon hardcore klein. Ja. Ja, aber Enrico Hoffmann war ja schon das Problem bei dem. Ich glaube, der ist 1,71 oder so, ne? Oder 1,72. Ja. Bei dem war ja auch schon klar, der muss irgendwann in die offene hoch, Ja. ne? Der wiegt jetzt gerade 116, 117. Ja, ich glaube, da wäre ich überhaupt nicht konkurrenzfähig, wenn ich in die 12er gehe. Also ich müsste dann wirklich in die Classic gehen. Ja. Und es kommt auch hinzu, ich glaube, du bist vor ein, zwei Jahren Vater geworden, richtig? Das möchtest du ja auch sicherlich noch ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass du irgendwie noch so eine kleine Familie da hast, auf jeden Fall. Ah, ich bin ja mit der Frau gar nicht mehr Das zusammen, weiß ich. nichts, ne? Ja, also klar, das behalte ich auch im Hinterkopf. Ich werde dann mit meiner jetzigen Frau noch mal eine kleine Familie irgendwann haben, auf jeden Fall, ja.
Ach, hast du gar nicht Kontakt zu deiner Tochter? Wenig momentan. Ach, schade. Okay, ja. Hm. Aber was nicht ist, kann ja dann noch werden. Und wie gesagt, du hast jetzt eine neue Partnerin an deiner Seite und auch das Tatsächlich ist dann vielleicht seit etwas, was einem du nicht. Jahr, für die, die mich kennen. Respekt! Ja. Okay. Ja, das war es eigentlich soweit mit meinen Fragen. Obwohl eine Frage hätte ich noch, warum hast du den Roland reingeholt? Den kannte ich vorher zum Beispiel gar nicht. Du hast gesagt, er hat bei Valo und dir ja schon mitgearbeitet, aber wer ist eigentlich dieser Roland? Wer ist eigentlich dieser Roland? Ja, genau. eigentlich traurig, so, weil wenn man kein Instagram hat, dann kennt einen auch immer keiner, Ja, ne? eben. Ja, der kam, wie gesagt, der hat früher in Hannover hier bei Body Attack schon gearbeitet. Ist fast mit seiner Heilpraktiker-Ausbildung fertig, arbeitet als Rettungssanitäter, macht auch schon seit Ewigkeiten Bodybuilding, ist noch mal ein paar Jahre älter wie ich. Und das hat sich tatsächlich aus der Not raus ergeben, ne? Also, was ich vorhin gesagt habe, ist dann sofort in die Bresche gesprungen, als das dann darum ging, den alten Laden quasi noch abzuschließen, da zu helfen und zu tun. Ja, und dann hat sich das so ergeben, ne? Also wir haben dann natürlich auch, ja, was macht man, wenn man beide Bodybuilding-Fanat ist, dann quatscht man natürlich ganz, ganz viel über Bodybuilding, Ernährung. Und dann hatten wir halt gemerkt, dass wir da die gleichen Ansätze haben, fast in allen Sachen. Damals hat mich dann der Walle meistens vorbereitet für meine Meisterschaft, also nach dem Pit. Der Pit war mein letzter Coach eigentlich jetzt von außerhalb 2018. Ja, und danach hat es immer der Walle gemacht und dann hatte ich ja auch keinen Coach mehr und jetzt haben wir das quasi so in einer Kooperation zusammen gemacht und das hat sich echt einfach so ergeben, ne? Dass Und du der bist dann. wunschlos glücklich mit der Kombination. Ja, passt super gut, ne? Also Perfekt. Philosophie ist die gleiche. Privat passt das super. Mega. Gut, da haben wir das Ja. auch geklärt. Also, Ja. der Roland, nicht der Roland Cheerlock, ist nicht nur Ja. Dommes Coach, sondern auch dein Geschäftspartner. Ihr macht Bodybuilding Company zusammen, richtig? Ja, richtig. Genau. Und wenn ihr halt dann irgendwann beim Dommel mal ins Training wollt, dann könnt ihr von ihm oder von Roland halt betreut werden da. Aber wahrscheinlich macht ihr es eher Ja. als Team, richtig? Ja, genau. Also das ist klar, ergibt sich das dann irgendwann so ein bisschen, dass dann Athlet bei dem Coach bleibt, weil man ja auch aufbauend quasi die Checkups macht. Aber ja, in dieser Datenbank, da haben wir wie so eine Timeline, wo man dann immer reinschreibt, was man gemacht hat. Ja, jetzt habe ich 2 Wochen Quarantäne. Die Live-Checks, die macht dann der Roland für mich. Und ich denke mal, ich werde dann die Ernährungspläne anpassen hier von zu Hause aus dem Homeoffice aus. Aber oft switchen auch die Athleten hin und her. So wie es halt gerade immer passt. Ne? Cool. Jetzt hattest du Manche den. kann ja auch mit anderen, also manchmal hat man ja auch einen Draht zu einem, zum anderen vielleicht hat er dann mehr einen Draht. Ja. Das ist, finde ich, auch das Wichtigste beim Coach, dass es irgendwie zwischenmenschlich passen muss. Eigentlich ist es fast wirklich eines der wichtigsten Sachen, finde ich. Ja. Klar, eine gewisse Expertise solltest du haben, aber bist du mal ehrlich, Ja. ich kriege das ja so ein bisschen mit hier, auch mit meiner Freundin. Eigentlich bist du als Coach eher Seelsorger und Kumpel, oder? Ja, das ist, glaube ich, einer der größten Anteile. So Motivation, Seelsorger, kumpelmäßig. Ja. Ja, hatten wir es ja beide, glaube ich, schon gesagt. Ich denke, da denken wir auch ähnlich. Im Bodybuilding, da kann man ja auch nichts mehr neu erfinden, ne? Nein, also wie gesagt, jeder hat seine Herangehensweisen ans Training, sei es, dass der eine dann eher auf Low Rep geht, der andere auf High Rep, der andere eher Volumen. Aber im Prinzip geht es darum, sich im Training abzuschießen, dann ordentlich zu Ja. regenerieren und die Nährstoffe reinzukriegen. Ja, genau, ist auch so, ne? Und dann funktionieren halt manche Sachen ein bisschen besser und andere ein bisschen schlechter, aber Genau. im Groben und Ganzen funktioniert das ja bei allen gleich. Wo du halt dann halt einen Coach brauchst, ist nachher in der Wettkampfvorbereitung, wo du die Sicht für dich verlierst und dann vielleicht auch am Ende dann bei der Entwässerung. Nicht, dass du dann nervös Ja. wirst und Quatsch brauchst. Du hast selber gerade am Anfang gesagt, wie großen Unterschied das machen kann, ob man jetzt 10 Gramm oder 3 Gramm Salz isst. Ja, okay, da ist es dann tatsächlich wirklich nochmal ausschlaggebend, dass der Coach auch ein bisschen Ahnung hat und mehr wie Kumpel und Seelsorger ist. Ja. Genau. Wo wir gerade, oder wo du es gerade schon angesprochen hattest, kann ich meine Zuschauerfrage schon mal vorweggreifen. Pit Trends. Du hattest ja damals überlegt, auch mit Pit ein Coaching zusammen aufzuziehen. Als du damals so sein größter Schützling warst und ihr habt zusammen dann halt irgendwie
geplant, ein Coaching zusammen aufzuziehen. Und dann habt ihr euch irgendwie im ja nicht ganz so guten getrennt. Da sind auch ein paar Dinge passiert, müssen wir gar nicht aufrollen. Und kurz darauf ist Pitt verstorben. Die Zuschauerfrage ging jetzt daran, ob du irgendwie manchmal noch ein schlechtes Gewissen hast, wie das Ganze auseinandergegangen ist mit dir und Pitt. Vor dem Hintergrund, dass er danach halt gestorben ist oder ob dich das gar nicht mehr so wirklich juckt. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich da jetzt irgendwie der treibende Punkt gewesen wäre, warum es nicht geklappt hat. Aber also das Coaching oder die Zeit mit dem Pitt, das war super cool. Das hat auch richtig Bock gemacht. Wir waren auch zusammen bei Team Andro da. Genau. Ich glaube, ich war insgesamt fast 3 Wochen in Griechenland in so einem Art Trainingscamp. Auch viel zu verdanken. Und der war auch zu mir immer super straight und korrekt. Also da war irgendwie nie großartig, dass ich da irgendwie das Gefühl hätte, dass er da einen ja, austricksen oder hintergehen will. Nur halt dann ganz zum Schluss, da ging es dann los, als es so um die Firma ging, ja, dass diese finanziellen Aspekte einfach, wir waren da so weit auseinander und ja, wer Pitt kennt, der ist keiner, mit dem man irgendwie groß diskutieren kann. Der hat seine Meinung und entweder nimmt man seine Meinung an oder nicht. Und ja, wer mich kennt, ich bin auch nicht der Beste, ja, mit dem man diskutieren sollte. Und dann hat das halt 2-3 Mal richtig geknallt. Und dann haben wir einfach beide gesagt, so, pass auf, funktioniert nicht, ne? Ja, und als er dann gestorben ist, da hatten wir auch schon ein paar Monate gar keinen Kontakt mehr. Ich habe das dann auch nur über ja, die Sarah-Trends und über Instagram, Social Media mitgekriegt. Im Nachhinein hat man dann ganz, ganz viel, klar, Schlechtes oder Negatives gehört oder auch eigentlich Sachen gehört, wo ich dann gesagt habe, boah, klingt jetzt zu hart oder doof, aber man gut, dass wir damals nichts geschäftlich mit dem gemacht haben. Ja, weil da kamen viel blöde Sachen hoch, ne? Ja. Also von daher super Mensch gewesen. Also auch, man hat richtig gemerkt, er hat das geliebt und er wollte auch jedem helfen. Eine riesen Ahnung gehabt. Ja, eigentlich traurig, dass er so früh gestorben ist, ne? Aber auch viele Oldschool-Ansätze. Und ich bin jemand, ich gehe alle halbe Jahr oder zumindest jedes Jahr, wenn es passt, jedes halbe Jahr immer zum Sportmediziner, mache da ein großes Gesundheitsbild mit Belastungs-EKG, Kardiologe und allem drum und dran. Und ja, ich sag mal, das Oldschool-Vorgehen von Pitt habe ich schon ziemlich doll am eigenen Körper gemerkt, dass das ist, was die Leute früh kaputt macht. Ne? Also man sieht es ja auch so bei den Oldschool-Bodybuildern von damals und sagen wir mal bei den New-School-Bodybuildern von heute. Ich sag mal, allein so an der Optik jetzt so ja, die ausschlaggebenden Merkmale Gesundheit im Gesicht oder am Körper. Ne, da sind schon, ja, ich will jetzt nicht immer den Markus Rühl dann nennen, aber man sieht den Markus schon anders, der eine extreme Hardcore-Zeit im Bodybuilding hatte, ne? Also den Markus Rühl, da sieht man schon, dass das nicht spurlos an dem vorbeigegangen ist. Oder an Heiko Kalbach. Das sind so Ausnahmeathleten und ich glaube, das funktioniert auch einfach gar nicht bei jedem Menschen, dass die über so eine lange Zeit, sagen wir mal, so ein hohes Maß an Belastungen und an Steroiden einfach auch vertragen. Und ich glaube, es ist auch einfach gar nicht notwendig, dass man das so machen muss, ne? Also von daher war es für mich gesundheitlich und sportlich gesehen eigentlich gar nicht so verkehrt, dass ich da nochmal komplett überdacht habe und in eine andere Schiene reingegangen bin. Ne? Menschlich war es ein super Kerl und dass das zum Schluss geschäftlich nicht geklappt hat, das lag eher an den finanziellen Ansichten, wie jetzt so irgendwie an den menschlichen oder an den zwischenmenschlichen Sachen. Mhm. Ja. Sehr schön beantwortet. Gut, vielen Dank. Ja, gerne. Gut, dann bleiben wir, glaube ich, gleich mal bei den Zuschauerfragen. Ja. Moment, ich muss kurz mein Handy rausholen. Kleinen Moment. Ja. Alles klar, Stefan Kienzle. Nein, das sind ja die Fragen drauf. Ja, ich weiß. Deine sportlichen Vorbilder? Ach du grüne Neune. Von wem erzähle ich denn immer? Jordan Peters, ne? 4,
Ja, ich würde sagen, der Jordan Peters ist schon jemand, von dem ich mir sehr, sehr viel angucke. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht mein sportliches Vorbild, wenn man jetzt von der Optik her geht. Nein. Ich mag einen Rigan Rimes so von der Optik her sehr gerne. Passt zu dir. Ja, ich glaube, das ist auch so ein Look, den ich erstrebenswert finde, wo es auch eventuell in die Richtung mal gehen könnte, so ein bisschen. Ne? Nicht ganz, also klar, so gut will ich mich jetzt gar nicht selber darstellen, dass man mal so gut werden kann. Aber das ist was, das mich optisch auf jeden Fall sehr anspricht, so von der Form her zum Schluss, ja. Ich kann über den halt nur nicht so viel Mindset-mäßig sagen, ne? Wenn es danach geht, Michael Jordan, dann Mike Tyson, das sind so Charaktere, die mich, wenn man mal die letzten Wochen Cardio eine Stunde morgens und abends durchzieht, dann ziehe ich mir von denen Interviews rein oder Motivationstexte. Ja, gibt es viele Hast du die Vorbilder. Doku von Michael Jordan geguckt, The Last Dance? Auch geil. Brutal. Also das ist so dieses Mindset, was einfach geisteskrank ist bei solchen Menschen, ne? Ja. Ja. Ist weggeklickt. Geil. Deine Okay. größten Trainingsfehler? Ich würde das alles nicht mal Fehler nennen. Das waren alles eher Erfahrungen und Sachen, von denen man lernt, ne? Und ich glaube, der Fehler am Anfang war eigentlich das Beste, was man machen konnte. Ich habe am Anfang, nee, das ist eigentlich super, das erzähle ich jetzt genau so. Ich hatte mir am Anfang so einen Stringer gekauft hier, ne? Gold's Gym Stringer. Ja, natürlich, was auch sonst? Ja, sah aus wie eine Kackwurst. Ne? Habe mir das zu Hause angezogen und dachte mir so, ach du Scheiße, das sieht ja richtig behindert aus. Habe das Ding dann 3 Jahre im Schrank hängen lassen, bevor ich mich getraut habe, den anzuziehen. Und klar ist das so ein Männerding, aber im Fitnessstudio, ich wollte immer, egal wo, der Stärkste sein. Es musste immer das meiste Gewicht drauf liegen. Und wenn ich an der Beinpresse mit Händen und Füßen gedrückt habe, Hauptsache das Ding war voll. Ich habe am Anfang einfach extremst schwer trainiert. Und ich glaube, war ein Fehler. Man hätte es auf jeden Fall sauberer machen können. Aber ich glaube, es war auch der richtige Ansatz irgendwo. Ne? Ich habe mich nicht verletzt. Das war dann wahrscheinlich mein Glück. Das wäre Fehler und Nutzen zugleich. Also ich glaube, ich habe am Anfang viel zu unsauber, viel zu schwer trainiert. Ja. Ja. Okay, nehme ich hin. Ja. Clean Bulk oder Dirty Bulk? Ich will es noch mal ein bisschen umformulieren. In der Offseason auch Scheiße fressen oder sauber fressen. Und ich möchte auch dann für mich persönlich noch mal geringen Überschuss oder hohen Überschuss. Kann ich super beantworten, weil ich echt beides praktiziert habe schon. Kann ich nochmal auf den Pit zurück? Pit war immer der extremste Verfechter von Dirty. Also meine Offseason beim Pit ging los, ess 6000 Kalorien und Frühstück waren 3 Schnitzelbrötchen mit Remoulade und nach dem Training ein Eis rein und wenn abends die Kalorien nicht gepasst haben, nochmal eine Pizza oder was vom Chinamann geholt. Also Clean Bike ist auf jeden Fall die bessere Lösung für mich. In der Zeit hatte ich auch, ja, also ich war immer kurzatmig, mein unterer Rücken war immer komplett dicht. Ich habe es teilweise gar nicht geschafft, durch ein Rewe am Stück zu laufen, weil mir mein Rückenstrecker so zugelaufen ist. Ich würde sagen, moderater Kalorienüberschuss. Was ist moderat? Mal, 500 Kalorien? ja, man kann es ja auch, also ich halte auch gar nichts von diesen ganzen Uhrenkram und so, ne? Kalorien irgendwo ansetzen und wenn man nicht mehr zunimmt, mehr essen, ne? Und das peu à peu und dann nebenbei ein bisschen die Form kontrollieren. Also im Coaching sage ich immer, wir gehen so bis bei Männern 30, 35 mm Hautfalten, das sind so an die 12, 14% KFA und dann hat man ja auch immer unterschiedliche Körpertypen. Also der Dennis Herbst bei uns, der hat eine sehr, sehr dicke Haut. Der sieht mit 28 mm Hautfalten, sieht der aus wie andere mit 20. Also das sind so 8 und 12% Körperfett. Also wenn der 12% Körperfett hat, laut der Kalipermessung, ist das bei dem noch voll in Ordnung. Einen anderen Athleten hast du, der hat ein sehr, sehr dünnes Bindegewebe. Also wenn man den dann misst, da gibt das natürlich viel nach. Und der sieht dann mit 28 mm Hautfalten schon völlig scheiße aus. Da kannst du dich natürlich dann auch nicht dran orientieren. Ne? Aber für die Allgemeinheit würde ich immer dazu raten, glaube ich, eher einen cleanen Aufbau zu machen. Gerade auch, wenn man
Ja, wenn man nicht unterstützt, macht es, glaube ich, noch weniger Sinn, sich da irgendwie extrem fett zu fressen. Ja. Ja. Obwohl jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Podcast mit Fuad Abiyat ab und zu hörst. Wahrscheinlich Auch nicht. viel eigentlich, ja, doch. Ja, der ist ja Verfechter davon, halt auch mal wirklich dann sich ein bisschen gehen zu lassen in der Offseason, weil er meint, dadurch hat man halt die richtigen Zuwächse. Und Ja. ich erinnere mich an einen Athleten von dir 2018, Männer 3, hieß er Florian? Ja, Der tatsächlich krass. Berlin-Gesamtsieger geworden ist und deutsche Meisterschaft zweiter, dritter. Ja, Vize-deutscher Meister. Genau. Florian Jein. Genau. Mit dem stand ich zusammen in Berlin auf der Bühne im Gesamtsiegerstechen. Ja. Und ich habe dann, glaube ich, am Nachmittag seine Off-Season-Fotos gesehen und habe gedacht, das ist er nicht. Doch, ja, das ist krass, ja. Der sah halt aus wie Aber. so ein Landwirt, ne? Ja. Aber für den seine Off-Season-Form kannte ich nichts dafür. Der kam quasi mit der Ausgangslage zu uns. Ja, war brutal, Ja, was du aus dem gemacht hast. der hat auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall Dirty gebulkt. Ja, okay. Ja, aber jetzt momentan, ich weiß nicht, ob du den bei Instagram noch irgendwie folgst. Ja, auf meinem privaten Kanal, glaube ich. Ja, jetzt hat er auch eine super Form gerade. Also jetzt macht er auch einen clean. Also ich glaube, er hat dann ein bisschen Diät gemacht, aber so dick wie er da zu uns gekommen ist, war der seitdem Ja, auch nicht okay. mehr tatsächlich. Okay, aber Ja. da würdest du schon sagen, meinst du, dass man halt, um wirklich mal diese gewisse Masse zu kriegen, dass man mal so einen fetten Aufbau machen muss? Also jetzt muss man mal dazu sagen, wenn ich jetzt in einen Aufbau gehe und ich mache einen clean Aufbau, dann esse ich ja trotzdem meine 5.500, 6.000 Gut, Kalorien. aber du hast ja schon ein gewisses Level, ne? Wenn ich mir jetzt so Ja, meinetwegen genau. diesen Typen, der sich den Gold's Gym Stringer kauft, Ja, wenn der jetzt damit okay. 200 Kalorien Überschuss anfängt aufzubauen, das wird ja nichts werden in den nächsten 20 Jahren, oder? Oder wie siehst du Ja, das? da Ist das hast du eine recht. Frage? Ja, aber da ist es ja dann, sagen wir mal, selbst da würde ich ja auch nicht mehr wie 500 oder 1.000 Kalorien drüber gehen, wenn ich jetzt nochmal zurück könnte zu der Zeit. Da bist du ja dann halt mit deinen 4.000 Kalorien bist du ja voll im Rahmen. Wenn du die isst, einfach vernünftig und sauber, die kriegst du ja easy gegessen. Und ich meine, oder da denkst du ja wahrscheinlich auch gleich, wenn ich mir jetzt mein Protein und meine Kohlenhydrate aus Hähnchen, Rind oder Lamm und Fisch hole und meine Fette aus Lachs und kaltgepressten Ölen und meine Kohlenhydrate aus komplexen Kohlenhydratquellen und ich esse da meine 4.000, dann habe ich natürlich mehr von, wie wenn ich die jetzt irgendwie mit Junkfood decke oder Ja, so, ne? absolut. Und ob ich jetzt 4.000 esse oder 6.000, der Überschuss, der dann drüber ist, das resultiert ja nicht mal mehr in mehr Muskelmasse. Es resultiert ja einfach nur in mehr Fett und Wasser in der Muskulatur oder in der Haut, ne? Ja, überleg mal, wenn du dir die ganzen verarbeiteten Lebensmittel reinklopst, was du für Ja. Entzündungswerte an deinem Körper hast, ne? Und deinen Das kommt auch noch Blutfettwert und alles. dazu. Also da kannst du ja nicht wirklich groß wachsen. Genau, ne? Also so ein bisschen, weil die Leute aber auch immer was, die kennen ja auch nur Extreme, ne? Also es gibt ja entweder Dirty Bulk und dann ist wirklich nur Scheiße fressen, wenn die das so in ihrem Kopf denken. Und denken sie an Lee Priest, wie er da mit seinen Kentucky Fried Chicken, keine Ahnung, oder hier Jay Cutler, wie er da sitzt mit seinem Doppelkinn, ne? Die gesunde Mischung macht es da, ne? Ja. Klar, Mal ein Cheat Meal in gestern der Offseason ist Abend schon drin. auch. Was? Mal ein Cheat Meal in der Offseason ist schon Ja, drin. wollte ich gerade sagen, ne? Also bei mir ist es so, dass ich jeden Samstag oder Sonntag dann auch immer ein, zwei Meals esse, wo ich Bock drauf habe. Und selbst in der Vorbereitung ist es am Wochenende so, dass wenn da jetzt so Reis und Huhn steht, dass ich mir dann mal irgendwie einen Entrecot mit Kartoffeln mache, ne? Einfach so ein bisschen in die Makros. Aber so dieses richtige Dirty Bulken ist, glaube ich, bei ganz, ganz wenigen der richtige Weg. Ne, vielleicht so ein extremer Ultra-Hardgainer, der Muskeln aufbaut wie ein Spatz oder sowas. Ne? Vielleicht muss der dann damit anfangen, Wenn aber es nicht anders ansonsten. funktioniert und du auch keine 10.000 Kalorien am Tag clean essen willst. Ah, genau. Ne, das ist ein Mittel zum Zweck, aber das sollte nicht von vornherein irgendwie der Weg sein, den man einschlägt dann irgendwie. Gut, letzte Frage. Ja. Wie oft übst du Posing? Oh. Du bist ein begnadeter Poser, das hat Max Matzen auch schon gesagt. Und ich glaube, du hast auch Bock drauf, ne? Wie oft übst du es? Ja, macht mir Spaß, ehrlich. Jetzt müsste mal Walle hier sein. Jetzt hole ich mal kurz aus. Und zwar 2014. Ich habe, wenn einer gefragt hat, zeig mal deinen Bizeps, da war es mir peinlich, meinen Arm einfach so hochzunehmen, weil ich das schon so affig fand. Ne? Und habe dann immer nur so gezeigt, weil ich wollte meine Arme nicht hochnehmen. Also ich fand Posing und sowas, ich fand das richtig katastrophal. Ich konnte es überhaupt nicht. Und jetzt ist das wirklich, ich mache das 4, 5 Mal die Woche. Und ja,
Hört ja keiner zu, ja, kann man ja ganz privat natürlich reden unter uns. Ich ja, habe hier hört keiner zu. meinen Riesenspiegel, das ist bei uns unten im Wohnzimmer. Ja, und dann läuft hier immer abends Musik und ich poste dann echt fast jeden Abend hier so vorm Spiegel. Man macht mir irgendein Lied an, was ich tagsüber vielleicht im Auto gehört habe, was ich ganz cool fand. Oder manchmal sehe ich, was ich momentan total feiere, ich gucke mir Frauenposing an und versuche das auf harte Männerposen umzumünzen. Also wenn eine Frau so eine elegante Bewegung macht, will ich daraus eine harte Männerpose machen. Weil Frauen haben irgendwie einen viel, viel schöneren Flow oder Körpergefühl so für Bewegungen. Und das dann quasi in Männerposing zu machen, habe ich, weiß ich, macht mir voll Spaß und ich mache es echt oft tatsächlich am Abend, ja. 4-5 Mal die Woche auf jeden Fall. Ja. Und dann, wenn ich eine Kür übe, ich brauche auch teilweise, das sind 20 Minuten oder einen Durchgang und dann steht teilweise eine Kür. Aber manchmal funktioniert es auch gar nicht. Also macht aber auch die Übung dann, ne? Ja, genau. Und das muss irgendwie passen. Und ich habe ja auch eigentlich nur einen Posing-Stil, weil immer alle sagen, ich kann so schön posen. Ich kann auch nur einen Stil posen. Ne? Man hat 2, 3 Posen und dann lernt man eigentlich immer eine neue. Und dann muss man ja immer nur die Posen verbinden. Und so geht es eigentlich los. Und irgendwann hat man ein Repertoire an Posen, dass man einfach weiß, ich gehe von der in der und von der kann ich in der gehen. Und so versuche ich das auch immer allen beizubringen. Also so entsteht quasi das Posing einfach. Man muss halt einfach ein paar Posen im Repertoire haben, die man immer raushauen kann und dann immer nur neue Übergänge finden. Bei der Deutschen hast du die von Terence Ruffin gemacht, oder? Tatsächlich, ja. Von dem, das ist auch mein, ja, das ist geil. Von dem glaube ich mir das meiste. Der ist echt, was Posing angeht, ist der brutal, ne? Ich muss sagen, ich habe die letzten paar Jahre Olympia geguckt und das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, war die Posing-Routine von Terence Ruffin. Ja, ist so, 100%. Oder damals Kai Greene, ne? Wow. Ja. Aber das kann man nicht nachposen. Was der macht, das ist gottgleich. Das ist unglaublich, ne? Es war halt immer eine Show, ne? Also wenn du wusstest halt, da hast du jetzt 6 Stunden lang irgendeinen Wettkampf dir angeguckt. Und jeder Post irgendwie gleich oder mit Glück mal auf dem Beat. Und das ja, war genau. Jedes Mal so ein Ereignis. Ja, ehrlich. Ja. Das ist echt. Terence Ruffin und Kai Greene, so, das sind. Ja. Das ist schon eine Legende, was die da. Oder Lina Brada, die ganzen alten Dinger. Ja, auch richtig cool ist noch. Mist, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Nee. Ja, der mit dem Zopf ist auch cool. Den kann man sich auch ganz gut angucken. Das ist dieser John Lufthouse. Okay. Der macht da auch, der hat letztens für den James Hoolings-Head, der ist ja Posing Coach, der kommt aus Großbritannien. Ach so, okay. Den kann man sich auch cool angucken. John Lufthouse oder Lufthouse, wenn er das mal bei Instagram googelt. Kann man sich okay, auch Leute, machen. Jetzt habt ihr Inspiration und wenn ihr gar keine Ahnung habt, dann geht ihr halt einfach zum Domme und er zeigt euch, wie das geht. Das kriegen wir auch hin, ja. Ja. So, Domme, dann kannst du jetzt, glaube ich, in dem Moment auch nochmal kurz ein bisschen Werbung für dich machen. Wie kann man dich dann kontaktieren, erreichen? Wen nimmst du im Coaching auf? Habt ihr überhaupt noch Kapazitäten? Das ist mein, das haue ich jetzt einmal raus. Das ist natürlich mein absoluter Lieblingsspruch. Werde ich auch nie posten, nur noch 3 Coachingplätze frei. Jetzt zuschlagen, nein. Kapazitäten, ja, genau. Kapazitäten haben wir natürlich. Erreichen am besten entweder auf der Instagram-Seite von unserer Firma einfach eine PN schreiben oder mir. Müsst das auch nicht per E-Mail machen. Das ist bei mir noch überschaubar mit meinen 8.500 Followern oder was ich da habe. Da kriege ich noch einigermaßen hin, den Leuten zurückzuschreiben. Ab neuem Jahr haben wir eine große neue Homepage. Ja, aber das, wenn ihr mir folgt oder der Bodybuilding Company folgt, dann seht ihr das eigentlich überall. Ja. Immer mal zwischendurch wieder. Ne? Hau ich in die Shownotes, dein Instagram und den der Bodybuilding Company. Genau. Ne? Da einfach ein bisschen up-to-date bleiben und dann, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch einfach mal so eine Nachricht schreiben und mal fragen, wie es überhaupt abläuft mit dem Coaching oder was weiß ich. Ich bin da eigentlich kriege ich das immer ganz gut hin zu antworten und wenn nicht, dann vielleicht nochmal ein Fragezeichen hinterherhauen oder sowas. Ja. Bereitest du auch noch für DBFV vor? Weil ich habe jetzt gesehen, du bist eigentlich maßgeblich im NAC unterwegs. Ja, auch, nur das Doofe ist halt diese behinderte Sperrpolitik beim DBFV. Mhm. Deswegen machen wir da wenig, weil die Saison ist halt total cool, wenn man NPC und NRC macht. Ne? Man kann dann halt die Nationalen so ein bisschen zum Testen nehmen oder auch so für Athleten, zum Beispiel der Nick Kapke, der hat jetzt seine allererste Saison gemacht.
Und er ist auf dem Pro-Qualifier Dritter geworden. Aber für die erste Saison macht man natürlich nicht nur einen Pro-Qualifier, sondern dann testet man auf der Norddeutschen beim NRC und macht dann einen Pro-Qualifier. Möchtest du das beim DBLV machen? Geht es halt leider nicht, weil die halt sperren. Deswegen haben wir dieses Jahr, glaube ich, gar keinen beim DBLV gehabt, tatsächlich. Ne? Aber Also ist jetzt nicht wir. so, dass du sagst, das ist ein Ausschlusskriterium für dich. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte unbedingt Hessenmeisterschaft machen, dann fährst du mit dem auch dahin. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Also. Ich schreibe da gar keinem was vor, wo die starten. Ne? Also klar, die meisten Athleten fragen dann, wo soll ich starten? Und dann sage ich denen, ja, die Saison, guck mal, da kannst du Polen und Portugal, wäre als Abschluss noch, dann müssten wir halt vorher NRC machen und dann, ja, mir ist das egal, wo eigentlich, sagen die meisten dann. Hauptsache, ich habe ein paar coole Wettkämpfe. Ja. So Alles ist das klar. eigentlich. Und deswegen ist halt der NRC und der ist halt auch irgendwie athletenfreundlicher. Ne? So DBFV, ich war da ja früher selber. Boah, die laufen da alle so mit Nase hoch um. Ich bin da auch nicht so angetan von dem. Ja. Jetzt leg dich nicht mit dem Verband an, vielleicht willst du noch Athleten haben. Ja. Nee, da bin So, ich ab eh jetzt startet frei. Domme nicht mehr beim DBFV. Da bin ich eh frei. Also da könnt ihr mir mal glauben, wenn ich da irgendwas sage, das sage ich dann auch so einfach immer. Ja. Und Nee, deswegen ist aber es auch ohne ganz gut, Scheiß. dass du dich aus der Szene ein bisschen zurückgezogen hast, denn du warst immer sehr, sehr ehrlich. Ja, doch, ja. Auch im Coaching. So. Witzigerweise hat auch letztens ein Athlet gesagt, der wollte einen Kumpel mitbringen und der hat gesagt, nee, ich komme nicht, ich habe Angst, der Dominik ist mal so direkt nachher, macht er mich fertig. Ja. Ja. Also Leute, wenn ihr mal Bock auf eine ehrliche Meinung habt und auch einen coolen Coach mit einem coolen Team, glaube ich auch, dann Doch, ich habe schaut auch. beim Dommel mal rein. Lasst ihm auf jeden Fall ein Like und Follow auf seiner Seite da. @Voivod oder Bodybuilding Company. Und in dem Moment möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Dommel, dass du dir Zeit Ja, genommen ich mich hast bei in dir. deiner Quarantäne. Ja. Ich weiß, du hast Gerne, viel zu tun gerne. gerade. Ja, brutal. Ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll heute. Ich glaube, man darf eine Stunde mit dem Hund raus. Ich glaube, ich Ja, gehe Gott gleich sei noch eine Dank. Runde. Naja, Ja. aber an diesem wunderschönen Adventsmorgen, dass du dir die Zeit genommen hast, danke ich dir herzlich für. Und ich möchte mich jetzt bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern verabschieden. Vielen Dank, dass ihr wieder reingeschaut habt und bleibt wissbegierig, bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal und Domme, du bleibst noch einen kleinen Moment drin. Mach ich. Für euch aber, ciao, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.